Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sie stand alone. Gut Tape weit. 30. 230. Okay. Diesmal musste ich leider. Oh, es regnet. Diesmal musste Wie ich leider spät? oben Dings anmachen, weil irgendwas ist gerade los mit dem PC. Ja, doch, jetzt habe ich wenigstens mal 60 FPS. 55, 53. Ich fall, das ist los. CPU ist auch auf 100% fast. Naja, 80. Immer wieder hoch. 38, 42. So, wo bist du hingelaufen? Zurück zu der Base, zu allein. Gut, also falls es ab und zu zurücklang kommt, gibt Nobody die Schuld. Fertig. Okay. Ist ja nur dein Wut-PC. Ja, braucht man neue Komponenten, ja. Komplett neu. Verkaufst du mir deine alten? Ein Anglerhut in Tarnmuster. Achso, deine Tarnmuster, die du hast, glaube ich. Ich will den Scheiß Ding nicht haben. Sieht aber Ist ja schon cool hunderttausend aus. Male von. In den Tarnmustern, ja? Paar Mal auf jeden Fall. Das finde ich ziemlich cool. Dann setz ihn auf. Finden Sie nicht, dass Sie eine taktische Nein. Weste Taktische Weste, mit nein. 35. Die ist besser wie meine, die ich jetzt habe. Wow. WTF 35? Ja. 2, 3, 4, 5, eine Reihe mehr nach rechts. Okay. Ja. Wie cool ist das denn? Die hatte ich doch auch schon mal gefunden. War das Ich nicht sogar? kannte die, glaube ich, noch nicht. Was, ich hatte doch letztens eine. Ihr habt jetzt hier, die müsste doch oben drin liegen dann. Die habe ich doch, glaube ich, auch hier gefunden. Hast du die? Ich guck gerade, ich laufe Nee, gerade ich wieder meine hoch. an. Also was hast du nur an für eine? Mit 30 Plätzen. Krass. Doch hier, glaube ich, einen Zelt reingepackt. Bei den Kisten. Was in den Kisten? Gut, wusste ich auch nicht, dass es die gibt. Nö. Wo ist die Weste? Ich habe doch hier eine Weste hingepackt. Ich habe ihn überweist. Ich habe die gefunden. Ich habe die nicht geklaut. Ja, ich hatte aber eine eingepackt hier irgendwo. Und die ist jetzt nicht mehr da. Da wir ja noch nicht zurückgefahren sind. Na, da sind die ganzen Wölfe. Oh Gott. Danke, aber. Oh mein Gott. Danke, Aha. aber. Ne? Weiß schon. Aha. Ich weiß schon. Gut, die kämpfen zwar noch gegen die Zombies, aber es sind zu viele. Ah, warte mal! Quatsch, ich brauche doch gar nicht in die Richtung. Ich brauche. Ja. Taktische Weste, 2 Kilo. Glaube, ich muss in die Richtung. Ich weiß nicht genau. Taktische Weste hieß die? Je, warte, ich guck gleich. Ich glaube ja. Habe ich jetzt auch. Fünf. Tatsache, dir. Ah, Zelt! Großes! Oh. Hier liegt ein großes Zelt. Eigentlich bin ich hier nur Tatsache, gerade so dir. aus Spaß hochgeklettert und dann liegt hier einfach ein Zelt. Die hat wirklich 35 Plätze, Mann. Ja, ist heftig. Hab ich auch. Ich habe die vorhin auch gefunden, aber nicht genutzt. Ach, da, doch in die Richtung, Gott sei Dank. Cool, nochmal 5 Plätze mehr. Noch mehr Platz zum Vollknallen. Yay. Ja. Jetzt läuft es wieder flüssig. Aber CPU geht trotzdem immer wieder hoch auf 50%. So. Ah, oh, noch ein großes Zelt. Das ist doch geil. Ah, oh, endlich, ey. Richtig viele große Shelter, ey. Oh, hier sind ja die Zombies. Mittig waren wir, ne? Jetzt haben wir gebaut, ne? Ja. War mir jetzt gerade nicht so 12% sicher. Mhm. Haben die Zombies mich? Nein. So.
Dann zeige ich mal den Leuten, was hier unten so drin ist. Eine Notfackel. Nur die Gasmaske, wa? Nichts, neben Klo leider nichts. Eine Gasmaske, ja. Und ein Waffenpflege-Set. Haben wir hier noch nicht, darum nehme ich das mal mit. Ja. Ich kann es nicht mitnehmen. Es geht schon wieder los. Ich gehe mal weg und gehe wieder ran. Nein, ich kann es nicht mitnehmen. Jetzt kann ich es. Nach 20 Mal drücken. Ich werde gleich mal einen PC-Neustart machen nach dieser Folge. Keine Ahnung, was jetzt gerade los ist. Läuft. Er läuft. Gleich fällt er auch durch den Boden, nur weil er laufen tut. Mega. Ich spring drüber. Jetzt so lacht, wenn jetzt einfach durch den Boden fallen wäre es nach dem Sprung. So ausgelacht. Das riecht komisch, das Papier. Ist damit habe ich mir den Popo abgewischt. Mit ganz viel Liebe. Er springt. Er springt. Feigling, Feigling. So. Mit so. Doppel-P. Mit ganz Doppel-P. Ehrlich, wo bauen wir das hin? Versuch mal hier zwischen. Ich renne, siehst du das? Oder hier vorne ran. Das war links und rechts eins ran. Hier, ah, nee, Quatsch, nee, da muss erstmal die Mauer hin. Komm mal kurz her. Ja. Sachsen, guck mal, also hier? Ja, das ist ja perfekt. Okay. Das ist richtig. Passt auch rechts, ja? Ja. Ja. Ach, super. Super geil. Nice. Geh raus. Wir können das Papierchen da reinlegen. Hast du deine andere beste Wesen noch mitgebracht, die du jetzt nicht mehr brauchst? Scheibenkleister, nee, die hätte ich mitbringen sollen. Na, ist egal, ich habe ja auch noch welche. Meine habe ich auch noch reingepackt in das andere hier, in das mittlere. Ja. So. Oh. Ach ja, so. Ach du Scheiße, ist ja komplett voll. Ja, die Tonne ist auch schon fast voll. Ja, wie die Tonne? Wo hast du die hingestellt? Hier auf der rechten Seite. Ach ja, ja. Wenn man die aufmacht, kann man doch was reinpacken. Oh. Wie wäre es, wenn wir die Tonne hier hinstellen und den Generator in die Ecke, weil in Wirklichkeit, ja, müsste der Generator gerade geschützt da stehen. Oh, Alter. Nein, müssen wir jetzt nicht, aber ich meine nur. Mir ist das relativ. Nee, mir auch. Ich meine jetzt nur. Mir ist es egal. Können wir so lassen. Gut, könntest du nicht aufheben, ne? Nee. Das stimmt erst, wenn wir alles rausnehmen. Dann mach wenigstens zu, dass es auch trocken bleibt. Ich will das Papier. Ah, du hast eine schnieke neue Weste. Die passt ja besser zu deinen Augen. Kommt kein Mittelfinger? Nein. Ich habe jetzt eigentlich drauf gehofft. Und zeig ich ihn halt. Er nee, freut sich. Ich würde gerne mal meinen Rucksack heile machen. Der ist nämlich beschädigt. Damage. Ich weiß noch nicht, ob das Panzertape war. Oder. Das Leder-Nähset. Oder als normale Nähset reicht ja auch. Das normale habe ich hier eigentlich auch. Ich wundere mich gerade, wo habe ich das hingepackt? Ach, das ist im Auto, ja, stimmt. Ich habe mir überlegt, das einmal wenigstens mit ins Auto zu packen, weil nachher ist es dann wirklich, kommt irgendwas kaputt, du legst es wieder ab oder ich oder sonst wer, dann ist es wieder weg. Kann ich nicht, nee, dafür brauche ich tatsächlich Duct Tape. Du musst es erst leer machen. Ach du Scheiße, so stimmt, wie immer. Ja. Oh nein. Oh doch. Alter, was ist denn jetzt los? Es hängt es schon wieder hier. Achso, da oben ist noch Platz. Die Wasserflasche kann ich erstmal auf den Boden schmeißen, hier richtig hinpfeffern. Ja, gleich nehmen wir meine wieder. Ach doch. Sag ich doch. Ich brauche dafür Tacktape. Oder Leder-Nähset. Das weiß ich nicht, eins von beiden. Hast du ein Leder-Nähset?
Hatte ich eigentlich gedacht, aber ich habe komischerweise doch nur das nächste. Geht das damit jetzt echt nicht, oder was? Nein. Auch nicht mit Leder? Oder hast du... Ah, ne, hast du gar nicht. Ich habe keins ausgetrunken. Scheiße. Egal. Sache, ey. Jetzt hatte ich immer von jedem eins dabei, aber irgendwie hieß man nicht. Ja, Ducktape habe ich nicht. Hab ich. Ja, versuch mal. Aber ich denke mal ja, dass es mit dem nächsten geht. Oh, ja, doch. Das geht auch. Wow. Ducktape kann alles reparieren, auch mit gebrochenen Knochen. Oh, gleich wieder viel sauberer. Kannst du nochmal Ani abgenutzt. Geil. So, das kostet dich dann nächstes Mal ein Viertel Duct Tape. Kriegst ein ganzes Duct Tape. Nee, dann muss ich mir doch nochmal Leder nächstes Mal denn da mitnehmen. Das geht ja gar nicht. Nee. Das normales ist der Leder nächstes und Duct Tape. Okay. Mehr braucht man nicht zum Überleben hier. Hallo, jetzt geht's wieder. Wow. Keine Ahnung. Die Aufnahme läuft. Okay, keine Ahnung, was hier schon wieder. Cowboy-Hut, ist das dein Ernst? Kannst du wegschmeißen. Ich hab die Cappy ja. Warte, ich nimm raus. Ach, lass drin. Alter. VSD. VSD Munition. VSD Zielfernrohr. Kappe. Batterie. Noch eine Trinkdose, cool. Ja, gut. Ach, geil, jetzt habe ich ja hier. Oh, ist das herrlich. Oh, ist das geil. Was denn? Ja, dass ich jetzt noch mehr Platz habe für die ganzen Muni-Krams. Hey, ist das nicht meine? Nee, die 3-9er war ja deine. Ach du Scheiße. Hast du noch. Ist hier noch 3-9er? Ja, oben. Ach, da links. 5-4er? Hey, 5. Schon wieder. Nee, 4-5er. Ja, oh, das ist deiner. Unten ist noch 5-4er, ja? 5-4er? Ja, wenn du ganz runter scrollst, dann wieder ein bisschen hoch. Ja, diese 762 5-4, ne? Warte. Ja, die verpackte in der Wahl, genau. Ja. Weil auch für Dennis, glaube ich, ne? Für die AK. Ja. Nee, ich habe AK. Für die Sniper davon, für die SVD oder so. Für die Mosi und sowas. Halt für die Snipen. Schon wieder kalt im Jungen hier. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, ich würde jetzt gerne mal endlich versuchen, weil wir haben jetzt so viel Fleisch, das will ich auch nicht wegschmeißen. Ich will erstmal versuchen, wie das funktioniert und so, ehrlich gesagt. Müssen wir erstmal wieder Feuer anmachen. Und ja, gut, ja. Und die erstmal wieder leer machen, die Tonne. Ja, gut, das geht, das ist ja kein Thema. Und umbauen. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Autoteile ins andere Zelt rüber frachten. Ja. Dann bringe ich schon mal den Reifen dahin, der hier in dem Fass ist. Ja. So, Batterie. Autokühler. Autoheizer. Oh. Jo, ich kann den Reifen irgendwie gerade nicht rausnehmen. Und hier ist auch das Leder nächste drin in dem Teil. Auf hier habe ich das gemacht. Das kann ich. Das ist gerade erst die A3. Warte kurz, die drei kurz. Warte, nee, ich bin noch dabei. Nicht, dass wir hier doch irgendwie mal was über. Na, ich packe jetzt den Reifen oder den anderen zwei, ne? Ja, okay. So, dann räume ich nochmal kurz meinen Seesack um. Also, sorry Leute, wir werden jetzt hier ein bisschen aufräumen. Geil! Mega geil! Morphin, Alter, gibt's überhaupt noch? Nein, wir sind direkt an.
Man, das braucht noch Morphine, so ein Piss. Ja, aber nicht hier. Ja, es gibt's aber in dem Spiel. Ja, aber ich meine, ja, aber nicht hier. Jetzt immer im ersten Lager von uns. Da habe ich das. Oder wir. Brauchst du gerade Morphine? Nee. Nein, darum sage ich ja. Wozu man das überhaupt noch braucht, weil es gibt doch kaum noch so viel jetzt irgendwo. Ja, keine Ahnung. An Knochenbrüchen und so. Also ich habe schon ewig keinen Knochenbruch mehr gekriegt. Obwohl ich schon von sonst was manchmal runtergesprungen bin. Oder mal so runtergeplumpst bin, aus Versehen. Normalerweise gab es immer sofort einen Knochenbruch bei jedem Piss. Ich kann wieder nichts rausnehmen. Konnte ich auch gerade nicht aus dem Fass. Ach, scheiße, wie mache ich das? Keine Ahnung. Ja, ich kann da jetzt nichts mehr rausnehmen. Ey, wie? Kann man das jetzt allgemein nicht mehr rausnehmen? Ist das jetzt... Ich konnte auch gerade nichts. Und dann bin ich irgendwann nochmal draufgegangen und dann ging's wieder. Ich versuche schon die ganze Zeit. Ich kann es gar nicht. Ja. Doch, von hier kann ich nehmen. Von der Seemannskiste könnte ich zum Beispiel nehmen. Hä? Keine Ahnung. Ja. Hier. Nimm mal ein paar von den Tabletten, so 3-4 Stück. Wieso? Einfach so, mache ich auch hin und wieder. Das sind diese Multivitamin-Tabletten da. Außerdem sind die eh bald alle, dann passt das ja. Ah, die geht übelst langsam alle, die Packung. Roh. Okay. Nö, nee, die beiden Sachen kriege ich gar nicht raus. Ich probiere es gleich. Ja! Ich habe die Kiste aufgemacht und wieder zu. Dann ging es sofort. Instant. Instant Headshot. Oh Gott, ey. Danke. Ja, ja, ich wusste es. Oh, ich habe keinen Bock, hier alles zu sortieren. Muss doch nicht. Doch. Ich zwing keiner, Kalle. Doch. Nein. Lul. Ah, sie ist hier, für brauche ich einen 9 Volt Block Batterie. Ja, liegt doch hier auch irgendwo oben. Ja, habe ich schon. Ich war's nicht. Wow. Ach, man kann das Ding auch so nehmen? Hä, ja. Wusste ich gar nicht. Hä, warte mal. Man sieht nichts durch. Was ist das genau jetzt? Muss es einschalten, oder nicht? Das ist doch dieses Nachtsichtgerät, oder nicht? Ja gut, dann ist es hier einfach zu hell. Ja, ist ja auch ein Nachtsicht. Ja. Zeig mal her, pack mal kurz hin. Kann man da irgendwas einstellen? Durchsehen, halten. Nicht hier. Hier buggen die Zombies durch. Wo du das hinhältst. An der Stirn hältst du das Teil ran. Da habe ich auch noch ein Auge. Oder guck. Nee, man guckt doch da oben durch. Warte mal, lass mal so. Nee, man guckt da oben eigentlich durch. Okay. Guck da mit der Stirn durch. Deswegen erkennt man nichts. Geiles Teil. Guck hier. Ich hab gleich in der Hand. Hier, guck. Ich guck mal nach da hinten mit der Stirn. Was? Ich würde jetzt das gerne mal in richtig. So, Tabletten. Nachts. Alle. Das würde ich gerne cool. Mal nachts verwenden, wie das aussieht. Oh, Scrollen geht ja auch so langsam im Spiel, oder? No. Oh Gott, oh Gott. Ach Gottchen, ey.
Gut, Falls deine Klamotten kann ich gar nicht da oben lassen. Will ich auch hoffen. Auch meine Kapuze, aber da weiß ich dann noch nicht. Muss ich irgendwann mal gucken. Hatten wir nicht noch einen Sturmvisier hier? Ach da. Zwei. Wir müssen. Ja. Zwei. Ja, doch, sonst jetzt sind. So. Schraubendreher. Oh Gott, ey. Oh, das Grollen hier ist doch. Ah. Zieh doch einmal den Balken, jetzt so gut ist. Geht doch viel schneller. So, 5-4er. Ach du Scheiße, gibt's ja auch noch. Hanni, das ist doch meine hier. 5-5-6-4-5. Jo, ja, wollte gerade sagen. Deine. Auspacken. Super geil. Mega geil. Mega geil. Yeah. Nein, das war ungeil. Total ungeil. Schrotflinte, Schrotflinte, ACP. Eine Nagelkiste. So, Schrot, Schrot, Schrot. Nagel, Schrot, ACP. Schrot. Schrot. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ne? Nagel. Trinken, trinken. Trinken. Trinken, trinken. Wir brauchen immer noch diesen komischen Gürtel. Apfelbirne. Das Gürtel? Ja, uns fehlt immer noch dieser komische Gürtel, dass wir alles an Ausrüstung haben. Was? Gibt's noch was? Ja, das sieht aus wie ein Gürtel eigentlich, das Bild. Zwischen okay. Der Kampfhose und der Kampfjacke oben. Warte, warte. Und einen Bogen könnten wir eigentlich auch noch machen. Ja, hier tatsächlich Ausrüstung. Umhängetasche irgendwie vielleicht auch. Gibt's vielleicht auch sowas? Ah, du fragst in Sachen. Da vielleicht eine Ergänzungstasche rankommt? Keine Ahnung. Auf was nachladen? Nö. Gut. Hey, ja. Ein gelben Band, also darf ich dich ja erschießen. Du bist nicht in meiner Group. Los, weißt du, Lappen. Du Oberlappen. Ich würde gerne mal wissen, bin ich dann sofort bewusstlos? Ey, ich habe wieder A+ beim Blutdings unten. Ach, steht wieder da. Jetzt geht's nicht mehr. Vielleicht packst du wirklich durch den Boden. Ah, wie cool ist das denn, wie schnell er sich hin und her windet. Gut, ja, eins zur Folge ist rum. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich gebe da noch rum. Schreibt in den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.